Hallo, willkommen zurück hier im Moonlight Let's Play. Ja, wir verlassen jetzt erstmal die Party. Die lief ja nicht so toll hier, kann man sagen. War ja doch ein kleiner Reinfall. Das müssen wir mit Violet auf jeden Fall noch ein bisschen besser üben. Wir gehen wieder nach Hause. Und ja, ist ja auch schon relativ spät. Können wir nochmal duschen gehen, nochmal was zu Abend essen. Hatten wir nicht eigentlich eben erst was gegessen? Also Kura hat halt nicht mitgegessen, oder? Nur Darcy. Und scheinbar von der Uhrzeit her, ich weiß nicht. Oder? Oder waren wir schon, waren wir nicht was essen? Das war doch gestern. Ja, egal. Warte mal, bevor du duschen gehst. Eigentlich können wir da zusammen. Also eigentlich könntet ihr beide zusammen da reingehen. Das würde ja Wasser sparen. Und das wäre jetzt auch vor allem in Sakuras Interesse. Hol dir mal lieber erstmal was zu essen. Du kannst dann die Wäsche holen. Huch, nein, nicht entspannen. Die Wäsche holen, bitte. Und dann kannst du vielleicht hier reingehen. Na, guck mal, wer zuerst fertig ist. Sag nicht, dass du wieder draußen essen wirst. Nein, sie ist ernsthaft selbstständig drin. Das ist ja der Wahnsinn. Vielleicht magst du die Wäsche auch noch aufhängen. Das wäre super. Und dann kannst du wieder reinkommen. Kannst du vielleicht das Futter Futter auffüllen? Joa. Genau, du kannst das dann aufräumen. Es gewittert. Dächtelmächtel in einem Iglu. Ja, warum nicht? Kann man ja mal. Also, könnte man ja mal machen. Wäre jetzt nicht unbedingt unmöglich. Oh, warte. Wir machen das anders. Du gehst rein. Und dann siehst du, dass deine gute Freundin da in die Dusche geht und gehst einfach hoch. Gehst einfach hinterher. So muss das. Wie gesagt. Sakura möchte ja nur Wasser sparen und wenn man die Dusche zu mehreren nutzt, spart das auf jeden Fall. So, und dann könnt ihr auch noch zusammen schlafen. Ich mache das dann meistens so, wenn sie schon die Dusche zusammen nutzen, dass sie dann wenigstens in Ruhe schlafen gehen können. Aber ja, sonst auch ein bisschen viel, ne? Auf jeden Fall seht ihr mal, wie schön wir die ganzen Bedürfnisse hier auf dem Maximum haben. Zumindest diese drei hier, die gehen ja kaum besser. Quasi alles mit einer Interaktion aufs Maximum gebracht. Marigold. Wer ist Marigold? Marigold Maldano. Ja, wir wollen jetzt ja auf jeden Fall auch. Ja, genau, die sind nicht mehr rootbar. Ich hoffe, die wurden jetzt resettet. Wir wollen uns auf jeden Fall auch mit den ganzen Feen anfreunden und irgendwann mal eine große Feenparty schmeißen. Das wäre cool. Schade, dass es nicht irgendwie die Möglichkeit einfach so der Feenparty in sich gibt. So, du musst heute nicht arbeiten, aber Sakura muss mal wieder los und kann sehr gut sein, dass sie heute befördert wird, weil ihre Leistung ja so gut wie auf dem Maximum ist. Da gucken wir doch mal. Wie gesagt, ich fände es auch mal schön, wenn Sims halt nicht ständig befördert werden und vor allem auch nicht so schnell. Also, wenn das einfach teilweise ein bisschen länger dauern würde, sie einfach mal. Wow, okay, wie sah das denn jemals aus? Sie einfach auch mal eine Karrierestufe eine Zeit lang behalten könnte oder man hört irgendwie sagen könnte, so, ja, hier bei der Karriere bin ich jetzt angelangt. Zum Beispiel Kindertrainerin. Es gab ja auch bei der Sportlerkarriere irgendwo, ich glaube Stufe 4, 5 war das, kann man quasi Kinder trainieren. Ich weiß nicht, ob es quasi für den Kindersportverein gedacht war oder irgendwie eine Schule. Ich denke aber eher schon eher für einen Verein. Das hätte ich richtig cool gefunden, wenn zum Beispiel Sakura das einfach geblieben wäre. Ich meine, bei Ryan ist das schon ein bisschen realistischer, dass er da schon ein bisschen in die Spitze gehen möchte. Aber Sakura hätte ruhig auch Kindertrainerin bleiben können.
Ich denke mal, sowas kann man bestimmt auch mit irgendeinem Mod einstellen, aber. Oh Gott, ich will mein Spiel halt eigentlich nicht mit 1000 Mods zuwerfen, weil irgendwann ist auch das noch eine weitere Ursache dafür, dass das Spiel nicht so gut läuft. Ich sehe schon gerade, ich habe ein bisschen Angst mit dem Beschleunigen, weil dadurch auch öfters mal wieder das Spiel festhängt. Hoffen wir mal, das geht jetzt und ich kann jetzt, bis die beiden ausgeschlafen sind, das schön vorspulen. Oh, das ist echt ein gruseliges Gewitter, aber. Yes, genau. Unsere Pflanzen hier oben sind wieder benutzbar. Das heißt, heute pflanzen wir unsere verbotene Frucht. Yay! Juhu, na endlich. Ich denke mal, da habt ihr jetzt auch schon lange genug drauf gewartet. 3 Folgen schon hier. Die sind ja extra hergegangen für das Pflanzenzimbaby. Und ich enthalte euch das so lange vor. Natürlich, sobald wir es eingepflanzt haben, wird das nicht sofort da sein. Das muss erst ein bisschen reifen quasi. Ich denke mal, das wird auch so 2, 3 Tage dauern. Wie eine Schwangerschaft halt ungefähr. Wir werden es auf jeden Fall, wir werden es düngen, wir werden es lieb haben und alles Mögliche. Wir werden uns auf jeden Fall ganz gut darum kümmern. Mal gucken, was haben wir denn hier so im Inventar? Das können wir auch mal da reinwerfen. Kürbissamen, okay. Oh, die ganzen Holunderbeerbohnen könnten wir jetzt Dünger verwenden. Die nehme ich mal mit. So, meine Liebste, dann wach doch mal auf. Dann machen wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal ans Gärtnern. Was wäre denn da die passende Kleidung dafür? Vor allem regnet es immer noch? Na, egal, komm. Wir gehen einfach mit unserer schicken Feenkleidung hoch. Wir müssen auch nichts gießen. Wir können, ja, wir suchen uns erstmal einen schönen Ort für unser Pflanzensimkind. Ich würde das ja direkt hier oben hin machen, oder? Hier vorne. Da muss ich einmal Move Objects On nutzen. Nee, nicht das. Die verbotene Frucht pflanzen. So, hier hin vielleicht, weil es ist direkt hier vorne. Da können wir quasi immer drauf aufpassen. Und ja, das denke ich mal ist eine ganz gute Idee. Wie heißen die nochmal? Holunderbeerbohne. Haben wir die denn hier irgendwo noch? Nicht, dass ich hier jetzt alle verbrate. Ja, okay, haben wir noch. Zum Düngen und dann hilft das gar nicht. Oh, Rechnungen, klar, können wir gern bezahlen. Oh, die sind sogar richtig gut, die Bohnen hier. So, meine Gute, dann gießen wir hier erstmal ein bisschen was. Du wirst dann erstmal frühstücken müssen, wenn du wach bist. Sehr gut. Dann düngen wir das hier mal mit hervorragender Holunderbeerbohne. Ich möchte auf jeden Fall sicher gehen, dass wir die verbotene Frucht nur mit dem Besten düngen. Und der Rest kann auch alles mal gedüngt werden. Gibt es hier irgendwas, was wir ernten können oder so? Ich glaube nicht. Ist ja jetzt gerade alles aus dem Winterschlaf erwacht. Das muss erstmal wieder wachsen. Aber es ist schön. Endlich haben wir wieder den Garten. Endlich können wir uns um den wieder kümmern. Ich denke mal, wir sollten in nächster Zeit auch darauf achten, dass wir zu den beiden eher gehen, wenn halt schöne warme Temperaturen sind und nicht so viel im Winter. Weil das haben wir ja, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal aus Versehen gemacht. Oder beziehungsweise ich, dass ich da hingegangen bin, obwohl man hier gar nicht sich um den Garten kümmern könnte. Und das ist doch ein großer Aspekt in Sakuras Leben, der ihr dann irgendwie so ein bisschen fehlt, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ob die ganzen Bohnen jetzt überhaupt für alle Pflänzchen ausreichen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. 37 Stück von diesen Bohnen hatten wir. Wie gut ist denn der Dünger eigentlich? Oh, mindestens sehr gut und teilweise sogar perfekt. Also nicht schlecht. Mal gucken, wie viele am Ende übrig sind. Dann haben wir quasi einmal hier eine Zählung gemacht, indem wir einmal alles gedüngt haben. Ja, scheint aber, wir sind schon so den halben Garten durch. Ich denke mal, das wird noch so reichen. Und Dassi ist gerade wach geworden. Hat man gerade eine Tür unten gehen hören? Okay. Ja, das hat Sakura auf jeden Fall schon einiges zu tun.
Und ich würde sagen, im Anschluss Unkraut jäten müssen wir, glaube ich, auch nirgendwo, oder? Ich glaube, ansonsten geht es den Pflanzen überall gut. Oh, doch, da. Da ist noch ein bisschen Unkraut jäten, beziehungsweise Garten pflegen. Ach, die gute ist draußen. Ja, bei den Temperaturen passt das auf jeden Fall auch ganz gut, meine liebe Darcy. Hast du auch einen schönen Anblick hier draußen zu frühstücken, oder? Das sieht eigentlich echt sehr idyllisch aus hier. Aber genau dafür habe ich auch den kleinen Hintergarten hier erstellt. Mit dem Farn, oder mit dem Efeu und allem. Ist halt ein süßes kleines Feenhäuschen. Wöchentlicher Lohn. Also auf jeden Fall längst nicht so viel, wie sie sonst so verdient. Also bei den Karrieren muss man halt schon so ein bisschen aktiv sein. Aber weißt du, was du machen könntest, meine Gute, nachdem du das hier sauber gemacht hast? Oh, musst du oben auf Toilette gehen. Da kümmert sich gleich Sakura rum. Dann kannst du nämlich ein bisschen neue Modeideen untersuchen. Dann können wir vielleicht sogar befördert werden. Und das an unserem freien Tag heute. Das wäre natürlich super. Und ja, wie gesagt, Sakura kümmert sich noch ein bisschen um den Garten, bevor es dann zur Arbeit geht. Weiß natürlich nicht, ob wir das in der Zeit schaffen. Ach, das war das Einzige, was Unkraut brauchte. Ansonsten geht es dem jetzt gut. Das freut mich. So, dann werden wir da mal eine Feenreparatur machen. Das werden wir benutzen, duschen gehen. Und vielleicht schaffen wir sogar noch was zu essen. Mal sehen. Du machst dann erstmal das Bett, wo ich das bemerkt habe, dass das hier noch ungemacht ist. Das geht ja gar nicht. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall um alles schön gekümmert und die verbotene Frucht ist schon mal lecker. aber wir haben sie ja gut gedüngt, deswegen hoffe ich mal, dass das besser wird. 18 Uhr. War Branch Timberley nicht auch eine Fee? War der nicht auch eine Fee? Ja, genau. Nee, Branch Timberley. Ja, quasi, fast. Ich frage mich immer noch, warum es hier immer nach irgendwie Wasser klingt. So, als hätten wir irgendwo einen Wasserfall oder. Na gut, wir haben hier den kleinen Teich, aber der ist eigentlich nicht so laut. Was? Okay, du konntest die Reparatur nicht durchführen. Ich glaube, dir geht es gerade schlecht, oder? Na, dann kümmere dich erstmal um dich selbst. Das ist doch ein bisschen wichtiger. So, ich weiß gar nicht, ob man dann überhaupt quasi Tage, also so freie Tage bekommt, quasi Elternzeit, wenn man das Plantenzimmer-Baby geerntet hat. Das werden wir, denke ich, mal herausfinden. Das weiß ich jetzt gar nicht. Oh, das sieht echt nicht toll aus. Also das wäre mir auf jeden Fall wichtiger, als dass sie was isst, dass sie das da macht. Na komm, wir gehen lieber zum Stadion. Wir müssen ja möglichst gut spielen heute. Das sieht echt nicht schön aus. Uch. Aber wir haben hier auch die Toilette oben. Das ist schon okay. Weil das dieses Ding ist, das jetzt nicht so wirklich, das zu machen. Nektarherstellung. Da könnten wir echt auch mal dran arbeiten. Und am Tanzen. Da hat sie ja doch so ein paar Hobbys, die wir auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen können. Fotografie natürlich auch. Auch wenn wir scheinbar die Kamera nicht mehr benutzen können. Ich denke mal, da kaufen wir einfach mal eine neue. Ja, und ich hoffe, dass mit dem Aufwärmtraining und dem Spiel klappt heute ein bisschen besser, Sakura. Wie ist ihre Laune so? Sie hat super Laune. Oh, ich hoffe, dass das heute mal gut wird. Ich hoffe es wirklich sehr. Hier, wir sind richtig gut mit den Teamkollegen aufgestellt. Wir sind sehr athletisch. Okay, unsere Laune ist gerade ein bisschen gesunken, wahrscheinlich wegen Hungers. Aber ich hoffe mal, dass sie trotzdem deswegen ganz gut spielen kann. So, wie sieht das aus? Ich will eigentlich nur noch warten, bis sie befördert wird. Das müsste nämlich eigentlich kurz davor sein. Und dann können wir uns mit dem einen oder anderen. Wir machen ein bisschen Musik an. Wir können uns mit dem einen oder anderen. Mit der einen oder anderen Fee anfreunden. Können ihr eben bei Bilbo noch den Käfig säubern, Futter auffüllen. Wie sieht es hier mit der Wäsche aus? Oh, die ist sogar schon fertig. Yay! Wir sind eine. In Vogue-Virtuosin geworden. Die Überstunden machen sich bezahlt und du arbeitest dich immer weiter zur Spitze empor. Halte dein Portfolio immer gut gefüllt mit den angesagtesten Stylings und säubere es aus
Der säubere es von aus der Mode geratenen Aufmachungen. Lass die Rocksäume fliegen und versprüh Glamour. Scheue dich nicht vor Experimenten mit Karo-Mustern. Eines Tages könntest du aus dem Backstage-Bereich hinaus auf den roten Teppich treten. Cool. Sims sind ganz versessen auf deine Modetipps. Das ist super. Und wir verdienen jetzt 700 Simoleons fest die Woche. Plus halt natürlich die Zusatzeinnahmen durch durch jeden Auftrag. Ah, es steht wieder 4 zu 0 für die an. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist verbuggt. Ich meine, so schlecht. Wie kann man nur so schlecht sein, Sakura? Ach, herrje. Naja. Gut, ja, genau, die saubere Wäsche kannst du holen. Ich weiß zwar nicht, wie die sauber und trocken sein soll, wenn es hier die ganze Zeit regnet. Aber lassen wir das mal Darcys Geheimnis sein. So, ich würde sagen, entweder wir freunden uns hier mit einer Fee an, mit Dahlia, mit Marigold, oder wir gehen halt uns mal um Nektarherstellung und sowas kümmern. Wir könnten mal zum Kommissionslager gehen, solange das noch aufhat. Oh Gott, wo ist das denn? Haben wir überhaupt eins? Ich weiß, wir haben da drüben so eins. Haben wir auch ein normales? Scheinbar nicht, was? Also wie gesagt, ich weiß, dass wir da eins haben, aber haben wir deswegen sonst keins oder wie? Oder ist hier eins mit integriert? Muss ich mal eben gucken. Aber das würde mich jetzt wundern, wenn das quasi unser einziges Kommissionslager wäre. Das habe ich extra eingefügt. Habe ich das Normale vergessen? Okay. Ja, kann sein. Aber dann kann es sein, dass wir es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Obwohl, eigentlich müsste es, glaube ich, bis 19 Uhr sein. Ja, dann fahren wir erstmal dahin. Und dann habe ich sogar schon eine Idee, was wir sonst noch machen können. So, ja. 8 zu 0. Boah, wie die auch. Ich meine, zur Hälfte der Zeit stand es noch 4 zu 0. Und jetzt ist noch ein Viertel vergangen und jetzt steht es 8 zu 0. Also die lassen echt nach mit der Zeit. Ich glaube, die haben jetzt aufgegeben. Die Spieler. Ach ja, das ist schon traurig. Oh, Ryan. Allerhöchste Level der Athletikfähigkeiten. Ach, wie schön. Die ganzen Liebesbriefe von den Leuten ignoriere ich einfach immer, weil das ein bisschen albern ist, wie einem Leute, mit denen man einfach nur gut befreundet ist, immer irgendwelche Liebesbriefe schreiben. Ich meine, ja, naja. Was soll's. Hier ist wieder die Razzia bei dem Wahrsagerhäuschen. Ach ja. Ja gut, fahren wir erstmal zur Mall. Die ist wo? Da hinten, genau, ich sehe sie schon. Da ist die Mall. Die Eastville Mall. Und dann schauen wir mal, ob das Kommissionslager noch geöffnet hat. Und dann können wir mal gucken, ob die hier die ein oder andere Kamera haben. Fände ich nämlich schöner, wenn wir das auf die Art und Weise besorgen. Ja, sehr gut. Kaufen. Gehe ich ganz schnell hin, bevor der Typ noch beendet. Ich glaube aber, es ist bis 19 Uhr, oder? Nein, es ist bis 18 Uhr. Und wir haben 12 zu 0 verloren. Nein, ich hab's gerade so verpasst. Warum? Warum ist hier eigentlich auch keiner? Warum ist allgemein hier keiner? Und die hat jetzt auch nicht. Ach Mann, wir sind gerade zu spät. Ach, Darcy, jetzt kannst du noch ein Foto aufnehmen. Hier, verrückte Fotos. Darcy ist der Typ, verrückte Bilder. Schade, dass die ganzen Kassen hier nicht besetzt sind. Na. Oh. Ach, Menno. So ein Nektarium könnte man hier eigentlich auch mal gebrauchen. Also wäre auch nicht so schlecht. Kannst du hier zum Studio gehen, oder? Würde ich sagen. Aber wie das halt auch einfach nicht besser wird. Wir sind jetzt auf der niedrigsten Stufe der Rekorde. Alles andere ist super. Aber wir schaffen es einfach nicht, ein Spiel zu gewinnen. Egal ob mit Ryan oder mit Sakura, wir schaffen es einfach nicht. Das ist so schade. Ah, da fällt mir ein, in dem Studio könnte man auch noch so Kampfkunstsachen mit einbauen. Ich glaube, das werde ich demnächst mal machen. Oder vielleicht sogar zur nächsten Folge, wenn wir dort sind, weil ich möchte da gern jetzt noch den Abend verbringen. Weil ein bisschen Kampfkunst wäre eigentlich ganz cool. Könnte Sakura ein bisschen ausbauen. Ryan kann das ja, glaube ich, auch. Und ja, Steve sowieso.
Ryan hat es ja auch zu Hause, aber dass man halt auch so ein allgemein so ein Ort hätte. Oder halt auch einfach allgemein irgend sowas für Nektarium oder sowas, dass man da halt was hätte. Oder einfach halt noch ein Kommissionslager. Ich weiß nicht. Das ein oder andere brauchen wir da auf jeden Fall noch. Was hier noch in der Stadt fehlt. Es fehlt halt einfach nur manchmal die Zeit dafür, das alles auch wirklich selbst zu gestalten. Und meistens sehen die Sachen nicht so schön aus, die man da findet. Die wir angucken. Was sind das denn bitte für Bilder? Also das fällt jetzt ja ganz okay. Das ist auch ganz süß, aber da wirkt sie sich selber. Ja, da ist sie halt, ne? Ich würde sagen, mit diesen schönen Bildern, die Darcy von sich gemacht hat, beenden wir dann aber auch diese Folge. Und wir sehen uns dann das nächste Mal im Skylight-Studio wieder. Wenn wir ein bisschen tanzen, ein bisschen Sport machen. Und ich weiß noch nicht genau, wann die Folge kommen wird, weil ich habe das jetzt alles ein bisschen vorher aufgenommen. Ich so sehen, dass das alles, also die Folgen der gesamten Woche wurden jetzt heute am Sonntag aufgenommen. Letzten Sonntag. Und ich weiß noch nicht genau, wie das nächste Woche aussieht, ab wann ich dann wieder Videos hochladen kann. Aber ich werde so schnell wie möglich euch dann wieder Videos bieten. Und ja, freue mich wie immer sehr über Kommentare. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss.